Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Wir sind live mit dem großen Finale der No Limit Racing VLN. Lauf Nummer 9. Anderthalb Stunden Rennaction. Hallo Bernie Maus, schön, dass du da wieder da bist. Hier nochmal ordentlich anfeuern. Ja, und da haben wir auch, oder beziehungsweise wir sind in der letzten Runde des Qualifyings. Aktuell schnellste Runde hier von Jacobert. Also das ist mal wieder Jacobert's Qualifying. Aber unter einer Sekunde dahinter haben wir Jalmus, der ist Schweizer, der hier wieder mal schnell unterwegs ist mit der Toyota Supra am Start hier heute als Gastfahrer auf der Nordschleife. So, das eben angesprochene große Finale ist sehr, sehr eng. Da haben wir die Tabelle P2, P3, ist sehr, sehr eng beieinander. LA Hero, Spelli, Das Baum, Max Moritz Racing, auch die sind hier immer noch extrem eng beieinander. Also hier ist noch alles möglich, hier kann noch einiges passieren heute in Lauf 9. So, anderthalb Stunden liegen vor uns. Der Blick hier auf der Tabelle zeigt uns, dass Jacobert, ja, der muss das jetzt erstmal nur verwalten hier. Aktuelle Zeiten, Jacobert 8 Minuten 0, 9, 1, 8, Jalmus 8 Minuten 1, 8, 5, 1. Dahinter haben wir Šešk, der im Toyota FT1 der 8 Minuten 3, 1, 8, 7 gefahren ist. Spelli auf der 4 mit der Chevrolet Corvette. Donnert hier im V8 Monster an uns vorbei. 8 Minuten 3, 5, 6, 1. King Louis im Toyota FT1 mit 8 Minuten 4 auf P5 aktuell. Jago auch da, der FT1, 8 Minuten 5, 0, 6, 5. VFR 8 Minuten und 6. LA Hero 8 Minuten 7 im ersten Umlauf. Kartfahrer 8 Minuten 7. Hasch 8 Minuten 8. Hier aber leichtes Netzwerkzucken beim Hasch. Don Desmo, der Österreicher, aktuell 11. Position mit 8 Minuten 9. Und Kekinho 8 Minuten 16. Auch hier sieht das gerade nicht so optimal aus, was die Netzwerkverbindung angeht. Die Probleme in der letzten Zeit mit den Polyphony-Servern, hoffen wir, dass die uns heute hier nicht ereilen und uns hier heute nicht den Gar ausmachen. So, das ist der Plan für heute Abend. Wir haben das No Limit Racing VLN-Finale und dann können wir uns auf anderthalb Stunden Spannung auf der Nordschleife freuen. Mal wieder die Nordschleife, mal wieder ein enges Fahrerfeld. Diesmal nicht ganz so lange wie am vergangenen Wochenende. Aber ich denke, auch hier werden wir auf die etwas kürzere Distanz unseren Spaß haben und spannende Duelle sehen dürfen. So, also wir sind in der letzten Runde vom Qualifying. Zeit läuft runter, 6 Minuten haben sie noch, aber das sollte funktionieren. Der Erste, der über die Linie kommen wird, ist Jalmus. Wir schauen mal unter der Audi-Sportbrücke, wo Jalmus sich jetzt hier einreihen kann. Ob er sich dann nochmal verbessern kann, ob er dann nochmal die Pole-Position von Jack attackieren kann. Ah, ich bin spät in die Lobby gekommen. Sieht man jetzt nicht, ob er sich da jetzt verbessern konnte oder nicht. Aber es ist nicht mehr weit. Bis zur Start- und Ziellinie. Jetzt die Bielsteinbrücke. Jetzt geht's nochmal durch die Hohen rein. Um dann auf Start und Ziel nochmal durch zu beschleunigen. Das Beste rauszuholen. 7,50 in der Hohen Rhein-Schikane. Oh, das könnte noch mal ein bisschen schneller sein. 59,8. Ah nein, 8 Minuten 1. 3,81 ist näher rangekommen an Jacobert, aber das hat nicht gereicht, um da sich an die Spitze zu schieben. Denn Jacobert hat da auch noch mal neu aufgestellt. Wer kommt da als nächstes
Über die Linie Don Desmond. 8 Minuten 9, da seine schnellste Zeit. Da geht es jetzt aber nochmal ein bisschen nach vorne. 8 Minuten 7. LA Hero konnte sich dann nicht nochmal verbessern. Auch hier Spelli, Jago, Harsch hat neu aufgestellt. 8 Minuten 7. King Louis auch nochmal neu aufgestellt. 8 Minuten 4. Schesch dahinter, keine Verbesserung. VfR, okay, im Autopiloten über die Linie gekommen, also auch da keine Verbesserung. Dann haben wir noch Kikinho und Kartfahrer. Also Kartfahrer, der hat da irgendwo einen Fehler eingebaut. Und auch Kikinho da mit sehr viel liegen gelassener Zeit. Also hier wird sich jetzt erstmal nichts mehr tun. Oh, die sehen aber auch nicht unbedingt optimal aus von der Netzwerkverbindung. Aber somit sind jetzt alle über die Linie. Qualifying ist beendet. Ich glaube, jetzt wird es allerdings nochmal abgebrochen, um dann das Ganze mit Georgie starten zu können, der, glaube ich, der Lobby noch beigetreten ist. Oh, da haben wir den ersten Disconnect. VfR. Oh, man sieht es auch da hinten. Cesh, der zickt da ordentlich rum auf der Strecke. Also wir sind gespannt, ob das jetzt so funktioniert oder nicht. Wir schauen mal erstmal der Start jetzt. Los geht's, okay? Da wird es jetzt den Restart geben. Nach und nach gehen alle raus, okay. Ja, VfR, du bist rausgeflogen, habe ich gesehen. Ich denke, also jetzt wird ja so oder so nochmal neu gestartet. Georgie ist ja noch dazugekommen. Und ich denke, dann wird es auch für dich nochmal die Möglichkeit geben. So. Stallaufstellung wird jetzt natürlich nochmal neu sortiert, damit es dann auch mit allen ins Rennen gehen kann. Und ich denke mal, dass VfR da nochmal dazukommen kann. Wenn jetzt so oder so nochmal neu gestartet wird. So, da ist er wieder. VfR wieder mit da. So, und wir haben somit jetzt noch 1, 2, 3 Minütchen zu überbrücken. Dementsprechend hier nochmal kurz die aktuelle Fahrertabelle vor dem Finale. Jacobert mit 107 Punkten auf der ersten Position. VfR auf 2. Jago auf 3, das wäre natürlich jetzt nochmal doppelt ärgerlich gewesen für VfR, wenn er da jetzt nicht hätte mitfahren können. LA Hero auf der vierten Position mit 54 Punkten. 6 Punkte nur dahinter Spelli, der hier auch unter anderem von Bomwollen angefeuert wird. Hallöchen Bomwollen, schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns wiedersehen. Jalmus, ja, natürlich auch. Guten Abend, schön, dass wir uns wiedersehen. Definitiv. Einer der Sieger des 24-Stunden-Renns. So, wo war ich stehen geblieben? Spelli mit 48 Punkten auf 5. Dashbaum auf der 6. Position. Max Moritz Racing auf 7. Hawk auf der 8. Mühle P9. Georgie auf der 10. Honey Badger 11. Kikinho auf der 12. Don Desmo 13. King Louis auf 14. Und Manu auf
der 15. Das sind die aktiven Teilnehmer dieser VLN-Saison, dieser No Limit Racing VLN. Alle anderen sind Gaststarter. So, und da sind wir sehr gespannt, was wir hier auf der Strecke gleich zu sehen bekommen. Wir hoffen, dass bei allen jetzt die Verbindung hält. Guten Abend, Daddelopa, schön, dass du am Start bist. Zum Finale der No Limit Racing VLN, No One Car-Fahrer, da sieht es auch nicht optimal aus. Aktuell schwierige Zeiten, was die Netzwerkverbindungen angeht. So, beim Georgie sieht soweit recht gut aus. Auch VFR ohne großes Zucken über die Strecke. Alle anderen stehen noch in der Box. 12 Fahrer sind auf der Strecke. So, wer fährt selbst? Georgie fährt selbst. Wir springen mal rein beim Georgie auf dem Weg in Richtung Arenberg. Durch Schwedenkreuz durch. Falling Freddy, hey, schön, dass du da bist. Mal gespannt, was wir jetzt erleben dürfen. Die letzten Momente, bevor es dann jetzt gleich hier losgehen wird, die Startaufstellung wird jetzt nochmal zu Ende gebracht. Also immer noch ein paar Minuten, bis es losgeht. Die Zeit überbrücken wir mal ein bisschen mit dem schönen Turbo-Sound von Yalmus. Das Wastegate immer schön beim Runterbremsen, Runterschalten. Gerade in den tieferen Gängen ein schönes Geräusch. Also die Supra auch ein schönes Fahrzeug, gefällt mir persönlich sehr, sehr gut.
So, ja, wir warten noch auf die Startaufstellung, dass das Ganze jetzt hier finalisiert ist. Und wir dann gleich ins Rennen gehen dürfen. Können, wollen. Das kann nicht nur... Doch, ich kann ihn sehen. Ich kann VfR sehen. Bei mir auf der zweiten Position. Die anderen sind da 1. Vielleicht ist er Ialmus hier nicht zu sehen bei den anderen. Bei mir ist er auf P2. Dadelhofer, ich glaube tatsächlich nicht. Also gesehen habe ich ihn nicht. Entweder sehe ich ihn nicht oder er ist nicht mit am Start. Oh, Grüße an den Stream von King Louis. Also. Okay, Berlimaus, vielen Dank für die Auflösung. Heute leider nicht mit dabei. Da kommt's, wir können starten. Die Aufstellung ist vollzogen und das heißt für uns 1,5 Stunden Nordschleife können beginnen. Das Finale, das große Finale der No Limit Racing VLN mit dem 9. Lauf in dieser Saison. Wir das Startsignal. Es darf beginnen. Fliegender Start. Die einzige Supra im Feld, sonst das Ganze hauptsächlich durch den Marken Konkurrenten Toyota FT1 geprägt. Beetle haben wir auch dabei. Hauptsächlich allerdings der Toyota hier auf der Strecke am Start. So, ich denke, die Aufstellung wird jetzt im Vorfeld richtig sein. Das heißt, wir werden hier direkt von Anfang an Racing erleben dürfen. Und Start ist freigegeben. Jetzt geht's zum ersten Mal in Richtung Yokohama S hier. Ialmus im Windschatten, aber ich denke, der wird dann auch nicht probieren anzugreifen. Oh, Spelli versucht's da, Teamkollege Cech. Nein, reicht nicht. King Louis 5, auch dahinter LA Hero. Nein, auch da gibt's keine Attacke. Also alle bleiben jetzt soweit erstmal auf ihren Positionen. Jacobert setzt sich zusammen mit Ialmus 1 Sekunde ab von Cech auf der 3. Position. Spelli P4. Die ersten beiden Zweikämpfe, die sich an der Spitze jetzt rauskristallisieren. Dahinter haben wir King Louis und Iago, die auch hier im Zweikampf verstrickt sind. Oh, 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 LA Hero und Kartfahrer beide hier mit ziemlich unangenehmem Zucken auf der Strecke unterwegs. Und Cesc und Spelli, die werden jetzt versuchen, irgendwie zusammenzuarbeiten, um die da vorne wieder einzuholen. Iago mittlerweile vorbei an King Louis.
Jaguar 5, King Louis auf der 6. Position. VfR 7, Kartfahrer auf P8. LA Hero 9, Hasch auf der 10. Position. Don Despo 11, Kekinho 12, Georgie auf der 13. Und wir gehen ans Ende der Grand Prix-Strecke. Wir gehen durch die W-Deutsch-Schikane durch. Jacobert weiterhin vor Jalmus. Beide sind verdammt schnell. Beide mit allen Wassern gewaschen. Und somit wird Jalmus da wahrscheinlich jetzt mit viel Köpfchen sich erstmal ziehen lassen. Vielleicht ein bisschen Sprit sparen. Shesh Gottschmelli auf 3 und 4. Jago, King Louis, VfR, Kartfahrer. Auch die sind immer noch einigermaßen eng beieinander. LA Hero auf 9. Hasch auf der 10. Position. Der einzige Beatle im Feld. Don Despo 11. Kekinho 12. Und Georgie auf 13. Das wird spannend. Definitiv wird das spannend. Jalmus und Jacobert beide sehr, sehr schnell unterwegs. Wir springen rein in die Supra. Der Blick nach hinten. Cesc und Schmelli, auch die sind da nicht allzu weit entfernt. Unter einer Sekunde der Abstand. Der Weg durch den Flugplatz. Oder am alten Flugplatz vorbei, besser gesagt. Und da kommt ein bisschen der Highspeed von der Supra. Setzt sich jetzt hier wieder in den direkten Windschatten von Jacobert. Beide hier mit viel Bewegung im Auto. Anbremsen auf die Arenberg-Kurve. Vorbei am Kiesbett auf Doom. Und weiter geht's durch die Fuchsröhre. Also das hier wird definitiv sehr interessant hier vorne. Der Kampf um die Führung zwischen Jalmus und Jacobert. 3 und 4 gehört der Simracing-Liga. Shesh und Schmelli auf 3 und 4. Jago P4, P5. King Louis auf der 6. Position. VfR 7. Kartfahrer auf der 8. LA Hero 9. Hasch auf 10. Don Despo auf der 11. Position. Kekinho 12. Georgie auf der 13. Aber der Blick nach vorne, Jalmus und Jacobert setzen sich jetzt immer weiter ab von P3 und P4. Also wenn die so weitermachen, dann klären die beiden das hier untereinander. Oh, leicht auf die Wiese gekommen davon. Jalmus, da muss er korrigieren. Hier die Supra weiterhin ganz nah ran an den Kofferraum von Jacobert. Beides Konzeptfahrzeuge für Gran Turismo Sport und beide performen hier doch sehr, sehr gut. Einschlag, ich habe einen Einschlag gehört. Wen hat's da erwischt? LA Hero hat's erwischt. Ja, LA Hero, der Klassiker nach Ausfahrt Breitscheid durch Exmühle durch. Da wird er sich wahrscheinlich jetzt quergestellt haben. Genauso ist es, kommt da ein bisschen zu weit raus. Und schlägt ein. Oder schlägt nicht ein, Gott sei Dank schlägt er nicht ein. Aber auch hier der Schaden leicht. Vorne die beiden. Oh, die setzen sich nochmal weiter. Mittlerweile 2 Sekunden der Abstand von Jalmus auf Cesc. Aber auch der Abstand zwischen Jacobert und Jalmus ist angewachsen. Da haben wir jetzt mittlerweile 18. Cesc auf 3. Schmelli auf der 4. Position. Jago, King Louis auf 5 und 6. Kartfahrer vorbei an VfR, Hasch durch den Abflug. Aber was passiert hier vorne? King Louis und Kartfahrer. Oh, da ist Kartfahrer durchgerutscht. Also King Louis hier wohl mit einem kleinen Fehlerchen. Da haben wir es, Ausgangskarussell. Da dreht er sich ein bisschen ein. Kann da Gott sei Dank den Einschlag verhindern und bleibt hier auf der Strecke. Jetzt wird es natürlich interessant, denn ich glaube, King Louis und VfR, die sehen sich auf der Strecke nicht.
Mal sehen, welche Auswirkungen das jetzt hat. Ja, so nah wie die aneinander fahren, gehe ich mal stark davon aus, dass sie sich tatsächlich nicht sehen. Die schieben sich hier gegenseitig durch die Strecke. Also die beiden sehen sich nicht. Und Jacobert hat sich jetzt von Jalmus abgesetzt. Der ist jetzt außerhalb des Windschattenfensters. Das heißt, die Supra muss jetzt hier mit ihrer eigenen Endgeschwindigkeit auf der Döttinger Höhe auskommen. Da sind wir gespannt. Das werden wir gleich mal beobachten, wie denn der Highspeed-Unterschied ist zwischen den beiden. Scheschka auf 3 hat sich vom Teamkollege Spelli absetzen können, aber Jago kommt da von hinten angeflogen. Im Schwalbenschwanz, ah, da kommt aber nicht ganz so gut raus. Somit jetzt vielleicht für die Döttinger Höhe. Und wir sehen es auch oben an den Zeiten. Die Supra mit der etwas höheren Geschwindigkeit. Also ganz, ganz leicht schmilzt da der Vorsprung von Jacobert. Wir haben 2,72. Ja, cool. Ich glaube, Jalmus ist einfach nur deutlich besser rausgekommen. Aus dem Geigenkopf. Aber es reicht nicht, um die Lücke dazu zu bekommen. Schesch weiterhin auf 3. Schwelli hat die Position an Jago verloren. Der war nah genug dran. Kartfahrer 6. Oh, Kartfahrer mit dem Disconnect. Somit King Louis jetzt auf 6. King Louis auf 6, VfR 7. Hasch auf der 8. Position, Don Desmo 9. Georgie auf der 10. Position, Kekinho auf 11. Und ich fürchte, der hat so ein bisschen die Tendenz, der Nächste mit dem Disconnect zu sein. LA Hero auf 12, auch da immer mal wieder ein bisschen zuckend. Ja, Falling Freddy, Kartfahrer leider mit dem Disconnect. Somit die Simracing-Liga jetzt nur noch mit 2 Fahrern vertreten. Czeszko und Schmelli aktuell 3 und 5. Der Blick allerdings jetzt auf Spelli, denn der ist dran. Oh, verbremst sich hier spät auf der Bremse. Rutscht hier unten in der Dunlop-Kehre ein bisschen weit raus. So, mit Jago kann sich da ein kleines bisschen Luft wieder verschaffen. Hier im Schumacher S ein bisschen Zeit wieder verloren. Spelli kommt da wieder ran. Also die Corvette, die ist wahnsinnig stark. Die hat die schiere Power, um da mal eben diesen Toyota FT1 aufzuschlupfen. Aber die Wendigkeit, da ist der Toyota FT1 ein bisschen fitter. Dahinter King Louis, VfR, die haben sich jetzt etwas auseinandergezogen. Hasch, Don Desmo, Georgie, auch da aktuell nicht allzu viele Zweikämpfe zu erwarten. Dementsprechend Kurve 13, ab geht's wieder auf die Nordschleife. Wir springen rein beim Spelli hier im Hatzenbach. Da ist wieder Spelli-Terror. Hier geht's für Spelli im Hohen Eichen wieder näher ran. Aber hier kommt Jago wieder gut raus. Also es ist ein offener Schlagabtausch. Hier Spelli und Jago haben beide ihre Schwächen und Stärken. Wer kann die wenigsten Schwächen zeigen und die meisten Stärken nutzen hier in den anderthalb Stunden? Jetzt noch eine Stunde und 20 Minuten. Aber für eine Attacke im Schwedenkreuz, da ist er jetzt zu weit weg. Das wird nicht passieren. Vorne Jacobert und Jalmus. Ja, die beiden fahren Czeszk da jetzt erstmal komplett davon. Die Frage ist, im letzten Umlauf eine 8,14 bei Jago, also Czeszk war da eigentlich schneller.
Aber trotz allem schmilzt jetzt so ein bisschen die Lücke. Jago zieht Spelli auch mit näher ran an seine Teamkollegen. Also da entwickelt sich ein schöner Dreikampf jetzt hier. Metzgesfeld, das zieht die drei jetzt hier wieder zusammen. Jetzt wird es langsam wirklich eng hier. 3, 4 und 5. Liefert sich jetzt einen schönen Dreikampf. Kurz nochmal der Moment, um nach hinten zu schauen. King Louis 6, VfR auf 7. Hasch auf der 8. Position. Don Desmo auf 9. Georgie auf der 10. LA Hero 11. Und Kikinho auf der 12. Zurück zu diesem Dreikampf. Wir bewegen uns in die Leerseifenkurve und dann weiterhin bergab in Richtung Adenau. Wir sind in der zweiten Runde, somit ist jede Runde erstmal wieder Purple. Das wird sich jetzt nach der ersten wirklich fliegenden Runde dann normalisieren. Also Jago versucht jetzt hier im Simracing Liga Sandwich Šeško und Spelli irgendwie auszuboten und dann sich P3 holen zu können, um dann die Flucht nach vorne zu wagen und vielleicht, ganz vielleicht, die Pace von Jalmus mitgehen zu können. Und da saugt sich Spelli jetzt wahnsinnig ran. Gibt es eine Möglichkeit für ihn da zu attackieren? Nein, Mutkurve, da hat es nicht geklappt. Spelli bleibt erstmal dahinter. Wird sich eine andere Möglichkeit suchen. Die wahnsinnig starke Comet hat sich hier im Windschatten rangesaugt. Alle kommen gut durchs Karussell, keiner der nach oben rausrutscht, also alle mit einer guten Linie. Und da war es, als hätte ich's vorausgeahnt. Kikinho, auch der mit dem Disconnect. Oh, Kartfahrer, ja, das hat sich ein bisschen rauskristallisiert. Du hattest auch viele kleine Zuckungen auf der Strecke und das hatte Kikinho auch und jetzt hat es auch ihn aus der Lobby geworfen. Also die Serverprobleme bestehen scheinbar weiterhin. Was natürlich für den kompletten Ligabetrieb, egal welche Liga, egal wo, natürlich problematisch ist. Jago, oh, der hat jetzt hier einen leichten Rutscher gehabt, hat hier somit erstmal wieder ein bisschen Zeit auf Šeško verloren. Also das ist hier jetzt ein ewiger Dreikampf. Der Blick nach vorne, Jacobi und Jalmus, knappe 2 Sekunden auseinander. Aber hier wird es gleich interessant, auf der Döttinger Höhe, das wird witzig. King Louis auf 6, VfR auf der 7. Position, Hasch auf 8, Don Desmo 9, Georgie 10 und LA Hero auf der 11. Position. Und sie geht jetzt durch den Schwalbenschwanz. Der Blick nach vorne, Jacobi, Jalmus, hier wird sich jetzt erstmal nicht ganz so viel tun. 2 Sekunden da, der Abstand, interessant wird's jetzt hier. Šeško konnte sich da 7 Zehntel rausfahren. Spelli ist jetzt 6 Zehntel dahinter. Wir springen rein bei Spelli. Auch Jago hat ein bisschen Windschatten. Aber das wird, glaube ich, für keinen der drei reichen. Oder für keinen der beiden. Jago und Spelli, die werden es wahrscheinlich nicht schaffen, jetzt hier mit dem Windschatten
zu attackieren. Iago probiert. Und jetzt geht's zu zweit hier nebeneinander unter der Bielsteinbrücke durch in Richtung Hohenrhein-Schikane. Oh, Iago ist vorbei. Iago hat es tatsächlich noch schaffen können. Sehr spät vorbeigegangen. Keine Möglichkeit für einen Konter gelassen. Cech, der muss jetzt erstmal zuschauen. Die Möglichkeit für den nächsten Konter am Ende von Start und Ziel. Und auch Spelli jetzt die Möglichkeit. Der könnte sich an beiden vorbeibremsen. Setzt sich daneben, versucht es auf der Bremse, aber Iago. Iago hält's. Iago hält das durch, das Yokohama ist durch. Iago bleibt auf 3, aber Spelli, der lässt jetzt hier noch nicht locker. Der setzt sich jetzt daneben, bringt sich jetzt hier für die nächste Linkskurve gut in Stellung. Spelli übernimmt P3. Stark das Ganze vorbereitet. Jetzt kommt er aber weit raus, aber hält das? Ja, er hält's. Bergab in Richtung Dunlop-Kehre. Kann da Iago nochmal attackieren? Nein, reicht nicht. Spelli übernimmt P3. Kann er jetzt erstmal halten. Jetzt ist es... Muss er es noch bis auf die Nordschleife retten. Iago und Cech, der weiterhin in lauer Position. Sehr spannender Dreikampf von Beginn an. Und Iago, der befindet sich immer noch in dem Simracing-Liga. Sandwich, aber Spelli und Cech haben mir mal eben kurzerhand die Plätze getauscht. Aber Spelli jetzt mit einer guten Pace. Unverändert geht's jetzt auch wieder zurück auf die Nordschleife. Auch vorne, da hat sich nichts getan. Jacobert weiterhin über 2 Sekunden vor Jalmus. Die haben mittlerweile 7,6 Sekunden rausgefahren. Auf Spelli, Iago und Cech. Da hat der Kameramann kurz geschlafen, glaube ich. Der ist sehr spät erst auf die Fahrzeuge gegangen. King Louis auf P6. VfR auf der 7, der ist in der Box gewesen. Don Desmo auf P8 vorgefahren, Harsch in der Box gewesen. Auch Georgie in der Box gewesen, LA Hero bleibt noch draußen. Also das hier aktuell der interessanteste und spannendste Zweikampf. Iago gegen Spelli. Die beiden können sich jetzt hier etwas von Cech wieder lösen. Da ist der Fehler. Iago und der... Boah. Aber ich glaube, der hat da wahnsinnig gut mitgedacht. Und den Autopiloten eingeschaltet. Jetzt sag nicht, ich hab's. Oh, jetzt gehen auch bei mir keine Wiederholungen mehr. Ah, das hätte ich euch gerne noch gezeigt. Aber aktuell. Habe ich das Problem der nicht funktionierenden Wiederholung, obwohl eigentlich mein Wiederholungsspeicher leer sein sollte. Zumindest nicht voll. Okay, das heißt, wir haben die letzten knapp über eine Stunde leider keine Wiederholung mehr. Das kann doch nicht sein. Irgendwas ist immer. Müssen wir uns mit den Live-Bildern begnügen. Also, das heißt, durch den Ausflug in die Wiese vom Schwedenkreuz haben wir Spelli auf 3, Cech auf 4. Simracing Liga jetzt hier im Formationsflug über die Nordschleife. King Louis P5. Iago auf der 6. Position wieder unterwegs. VfR 7. Hasch auf P8 direkt hinter ihm. Don Desmo auf 9. Georgie auf der 10. Position. Und LA Hero auf P11. We'll be right back.
heißt für uns, wir schauen mal auf den Kampf um die Spitze. Jacobert und Jalmus, die sind hier tatsächlich mal eine Sekunde zusammengerückt. Also gab es da vielleicht ein kleines Fehlerchen vom Jacobert. Hatte mal einmal kurz seinen Toyota FT1 hier ein bisschen auf der Wiese rutschen lassen. Schön durchs Karussell gekommen. Jalmus hat da jetzt eine gute Pace. Setzt dann Jacobert jetzt mächtig unter Druck. 1,1 Sekunden nur noch. Die Reifen nahezu gleich bei den beiden. Sekunden. Also es ist wieder an manchen Streckenabschnitten sieht man, dass Jacobert da die Oberhand hat, aber an wieder anderen ist Jalmus der hier die bessere Pace gehen kann. Wer wird hier am Ende dieser anderthalb Stunden seinen Fuß aufs oberste Treppchen setzen können? Aktuell sieht es für Jacobert relativ gut aus. Schelschko und Spelli 1,9 Sekunden da. Aktuell Spelli mit der besseren Pace. Aber Jago fährt die Lücke auf King Louis zu. Nutzen wir hier nochmal die schöne Onboard-Perspektive von der Nürburgring-Nordschleife. Hautnah mit dabei, hautnah hier am Steuer. Jago da 12 Sekunden verloren durch seinen Ausritt. Muss sich somit jetzt erstmal wieder nach vorne kämpfen. Wie weit kann es da für ihn noch nach vorne gehen? King Louis hier mit dem Quersteher raus aus dem Scheibenschwanz, aus dem kleinen Karussell. Jago, der geht da nur so halb in den Windschatten. Der will natürlich nicht zu früh dran vorbeigehen, um hier noch eine Möglichkeit bieten zu können, dass King Louis da kontert. Aber ich sehe auch bei King Louis da hier eine wirklich großartige Entwicklung. Und jetzt die Attacke kurz vor der Mühlsteinbrücke. So wird's gemacht. Und Jacobert in der Box. Gibt hier keinen Konter mehr von King Louis, somit Jago jetzt erstmal vorbei. Jalmus bleibt draußen, so wie es aussieht. Das gibt's ja gar nicht. Der hat Vertrauen in seine Reifen. Jago und King Louis beide in die Box. Oh, die Reifen, die werden sich unangenehm fahren. Das ist ja fast wie auf Glatteis jetzt. Da bin ich mal gespannt, ob ihm diese Strategie am Ende den Sieg bringen kann. Jacobert jetzt mit den frischen Reifen draußen. Mit den frischen Reifen, die 5,4 Sekunden, die haben es jetzt vorne ist. Ah, das könnte nochmal interessant werden. Spelli in der Box gewesen, auch Cesc in der Box gewesen, die beiden mit der gleichen Strategie. VfR war eine Runde früher in der Box. Ist somit jetzt auf 16 dran gekommen. Hasch war auch schon in der Box, Jago und King Louis in der Box gewesen. Haben hier jeweils eine Position verloren jetzt an Hasch. Georgie auf 9, Don Desmo auf der 10. Position und LA Hero auf 11 jetzt in der Box. Also das wird interessant zu beobachten sein. Vorne die Spitze. Jalmus jetzt in der vierten Runde
auf dem Satzreifen. Jacobert jetzt in Runde 3 in die Box gegangen. So wie Spelli, Šešk das auch getan haben. VfR war früher in der Box. Aber der frische Reifensatz jetzt von Šešk und Spelli, der könnte jetzt natürlich ein bisschen Luft nach vorne aufmachen. VfR, der die Pace jetzt hier vielleicht nicht ganz so mitgehen kann. So, aber Jago und King Louis, die beiden haben jetzt frische Reifen. Jetzt haben sie Hash vor sich. Also die sind da jetzt ein bisschen mit dem TX3-Piloten im Verkehr gefangen. Mal sehen, wie sie das jetzt lösen können. Die ersten Stellen, wo Grip jetzt wirklich wichtig wird. Hier hat es Baron-Eichen. Da ist es wichtig. Und man sieht, da wird die Lücke auch direkt extrem klein. Jago somit jetzt im Windschatten von Hasch. Und da bin ich mal gespannt, ob er da jetzt versucht, im Schwedenkreuz außen vorbeizugehen. Boah, versucht es da sogar innen vorbeizugehen. Ich glaube, Hasch, der hat ein bisschen gelüft. Hash hat ein bisschen gelupft und Jago konnte somit noch vor dem Schwedenkreuz da vorbeigehen. Aber auch bei Hash, da sind die Internetprobleme zu spüren. Also die generellen Serverprobleme, die wir aktuell haben. Ist da jetzt dran. King Louis jetzt auch in Schlagdistanz. Kann sich jetzt so schnell wie es geht an Hasch vorbeiarbeiten. Wenn er denn irgendwo die Lücke findet. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, wenn der Vordermann da ein bisschen auf der Strecke hin und her zog. Da hat man sich mal schnell eine Kollision eingefangen. Wenn man denkt, man könnte da irgendwo vorbeigehen, dann gibt es diesen kleinen Zucker und dementsprechend auch einen kleinen Rempler. Okay, Hasch macht jetzt hier, geht hier früh auf die Bremse, lässt King Louis da erstmal passieren. Somit ist der jetzt auch erstmal vorbei. Und LA Hero, oh, der steht immer noch in der Box. Der steht immer noch in der Box. Die Almos, okay, der ist jetzt nur noch 1,9 Sekunden vor Jacobert. Beide mit unterschiedlichen Strategien und die Reifen, die sind tot. Also die Almos, der hat hier, der wird hier nicht mehr wirklich viel Grip haben. Supra, die wird jetzt extrem schwierig zu kontrollieren sein. Das ist fast wie Glatteis jetzt. Aber mal sehen, ob Jalmus seine Supra jetzt, ohne hier nochmal irgendwo von der Strecke abzukommen, bis in die Box retten kann. Ob das vielleicht auch so geplant war, dass er hier einen Stop insgesamt gesehen weniger macht. Ist quasi jetzt seit einer guten halben Stunde unterwegs. Seit mehr als einer halben Stunde. Also wenn er jetzt so diese Strategie weiter durchfährt, dann ist er hier mit einer Zwei-Stopp-Strategie durch. Während der Rest höchstwahrscheinlich sogar auf eine Drei-Stopp geht. Jacobert, der weiß das natürlich. Der weiß natürlich ganz genau, dass die Reifen von Jalmus jetzt am Ende sein werden.
Das wird er sich denken können. Und ob Yalmaz jetzt mit der Strategie zu Ende fahren wird, auch das weiß man nicht. Vielleicht stellt er es jetzt um, weil er merkt, dass ihm das keinen Vorteil gegenüber Jacobert bringen wird. Jetzt kann er natürlich nur versuchen, ihn so lange, wie es geht, hinter sich zu halten. McWurst, vielen, vielen Dank für dein Follow. Schön, dass du da bist und hier die Kollegen von der Simracing Liga nochmal eine Runde anfeuerst. So, aber Jacobert hängt sich da jetzt dran. 13. im Windschatten saugt er sich jetzt natürlich dran. Und geht vorbei. Jacobert übernimmt wieder die Führung. Der Schweizer Yalmaz, der muss jetzt in die Box. Also mit den Reifen, da kann er nicht noch eine weitere Runde draußen bleiben. Ja, genau das tut er auch. Das habe ich mir schon fast gedacht. Spelli ist 12,5 Sekunden dahinter. Spelli auf P3, dicht gefolgt von Cześć, der nur knapp eine Sekunde dahinter ist. Reicht das jetzt? Ja, wahrscheinlich wird es nicht reichen, denn Yalmaz vorne wieder raus. Jetzt, genau, nur Reifen wechseln, nicht nachtanken. Yalmaz kommt auf 2 wieder raus. Spelli auf P3, Cześć auf der 4. VfR auf P5, Jago auf der 6. King Louis da auch wieder rangefahren. Versucht es jetzt, die Attacke auf der Innenbahn, versucht es jetzt im Yokohama S. Ah, starke Attacke von King Louis, da konnte er sich gut vorbeibremsen, aus dem Windschatten heraus, auf Start und Ziel, auf die 6. Position vorgefahren. Hasch auf 8, Dondesmo auf der 9. Position und Georgi auf P10. Und vorne, Jacobert, der hat jetzt 8 Sekunden Vorsprung, die frischen Reifen bei Yalmaz. Wie viel können die ihm jetzt bringen? Gibt es da für ihn die Möglichkeit, jetzt mit den frischen Satzreifen die Lücke auf Jacobert wieder schließen zu können? Noch sind sie nicht allzu weit auseinander. 8 Sekunden. Bei einer unterschiedlichen Strategie ist das nicht allzu viel hier auf der Nordschleife. Lassen wir uns überraschen. Jacobert wieder der Erste, der durch Kurve 13 auf den Nordschleife unterwegs ist. Yalmaz jetzt auf dem Weg. Spelli und Cześć, da geht's jetzt in Richtung des Hatzenbach. VfR auf der 5, King Louis auf 6, Jago auf 7. Aber die beiden... Ah nein, VfR und King Louis, die haben sich nicht gesehen. Also, Jago und King Louis, die sehen sich, die wissen genau, wo der andere gerade ist. Hasch auf 8. Dondesmo auf der 9. Position und Georgi auf P10. Also, Jago gegen King Louis, aktuell der interessanteste Zweikampf. Wir springen mal rein in den Toyota FT1 von King Louis. Schauen uns das Ganze mal aus der rückwärtigen Perspektive an. Aber Jago aktuell noch nicht in der Position, um hier einen direkten Angriff zu wagen. Jetzt geht es in Richtung Schwedenkreuz. Jetzt saugt er sich wieder ran. Setzt sich jetzt daneben, aber King Louis, der hat die Innenbahn für die Arenbergkurve. Im besten Fall, keiner verbremst sich. Genau das ist es. King Louis und Jago weiterhin im engen Fight unterwegs. Nochmal der Blick rein ins Cockpit von Jago.
Adenauer Forst. Da, wo es für viele manchmal geradeaus geht, aber die beiden hier ohne Problem. Aber da ist der Unfall von King Louis. Nein, kein Unfall. Nur ein kurzer Ausritt. Mächtig quer gekommen, das Heck. Aber nicht allzu viel passiert, somit kaum Zeitverlust, aber Raumverlust für King Louis. Jetzt auf die siebte Position zurückgefallen, Iago. Also jetzt auf P6. Vorne Jacobert mit den etwas nachlassenden Reifen. Verliert tatsächlich auch ein bisschen Zeit. Ialmo ist jetzt etwas schneller. Hat das Ganze jetzt auf 7,3 Sekunden schon drücken können. Also knappe Sekunde auf Jacobert, gut gemacht. Spelli P3, Šeško auf der 4. VfR auf 5, aber es sieht stark danach aus, dass der jetzt gleich Besuch bekommt von Iago. 1,5 Sekunden knapp der Abstand. King Louis auf 7. Hasch auf der 8. Don Desmo 9. Und Georgie auf der 10. Position. Also die Möglichkeit besteht. 1,4 Sekunden. Jetzt der Abstand zwischen Iago und VfR. Da sind wir definitiv gespannt. Sekunden noch. Wir springen mal wieder rein. Da hat Iago viel Glück gehabt. Da ist er in der Mutkurve ein bisschen zu weit rausgekommen. Da macht sich auch der Reifenverschleiß wieder ein bisschen bemerkbar. Caracciola Karussell, eine Sekunde nur noch. Also es wird enger. Es wird deutlich enger zwischen VfR und Iago. King Louis, der ist jetzt erstmal abgemeldet aus diesem Zweikampf hier. Es geht hier um die fünfte Position. Iago gerade mit einer guten Pace, der war ja auch schon vorne im direkten Kampf ums Podium beteiligt, hatte dann allerdings den kleinen Ausrutscher im Arenberg. Oder im Schwedenkreuz in Richtung Arenberg. Da ist er einmal dann komplett im Autopiloten durchgerutscht. Hat somit komplett jede Kollision verhindern können, was auch in einem Spiel natürlich geht und auch gar nicht mal oder relativ clever gewesen ist sogar. Dass er da niemanden noch abgeschossen hat. Aber jetzt sind die beiden eng beieinander. VfR und Iago. Beide im Toyota FT1, so wie der Großteil des Feldes hier im Toyota FT1 unterwegs ist. Und somit auch hier ein weiteres sehr, sehr spannendes Duell. Und es geht natürlich auf die Döttinger Höhe zu. Döttinger Höhe, da würde der Abstand reichen. Da sollte Iago im Windschatten den Weg vorbeifinden an VfR. Oh nein, da ist der Fehler von Iago. Schmeißt da wieder seinen Toyota FT1 kurz vor dem Geigenkopf. Ausgang, Schwalbenschwanz, erneut weg. Also Iago, der ist hier am absoluten Limit. Der pusht und pusht und pusht und das kann dann passieren. Und Jacobert hat, oder beziehungsweise Ialmus hat noch eine weitere Sekunde auf Jacobert aufholen können. Also Ialmus mit den frischen Reifen knappe 2 Sekunden schneller gewesen auf die Runde. Kann man jetzt natürlich schwierig einschätzen, dadurch, dass es eine Boxenrunde gewesen ist. Aber der Schweizer ist relativ flott unterwegs aktuell.
Auch Jacobert definitiv ein sehr, sehr schneller Fahrer. Aber es reicht hier wahrscheinlich für ein extrem enges Finish. Beide mit unterschiedlichen Strategien. Wer wird das Ganze dann am Ende in den nächsten 50 Minuten für sich entscheiden? VfR und Hasch in der Box. Don Desmo bleibt draußen. Auch Spelli und Schesch sind da wieder etwas näher aneinander gerückt. King Louis auf der 5. Position, Jago auf 6. VfR nach seinem Boxenstopp auf 7. Don Desmo auf der 8. Position, Hasch auf 9. Georgie, auch da gab es nochmal den Boxenstopp, jetzt auf P10. Also es ist weiterhin sehr, sehr spannend und wir sind jetzt gleich in der Halbzeit. Bergfest im großen No Limit Racing VLN Finale. Vielleicht nochmal die Zeit, der Zeitpunkt, um die Tabelle aktuell einzublenden. Jacobert könnte hier den Titel rausholen. Relativ wahrscheinlich, dass er den Titel holen wird. Mit 107 Punkten im Vergleich. VfR auf P2 mit 73 und der liegt aktuell auf der 7. Position. Da müsste bei Jacobert jetzt so einiges schieflaufen und bei VfR alles rundlaufen. Schauen noch mal durch. Oh, Jalmus. Der muss hier ein bisschen Zeit verloren haben. Wieder 5,2 Sekunden jetzt der Abstand. Ist zwar aktuell jetzt auf Purple-Kurs unterwegs. Ah, nein, hat er nicht. Da denke ich jetzt falsch. Also, Jalmus weiterhin gut dabei, die Lücke auf Jacobert zuzufahren. Und mal sehen, wie sich die Strategien nachher auswirken werden. Schwelli, Scheschk auf 3 und 4, die sind hier weiter in dem Formationsflug unterwegs. Die Reifen beim Schwelli sehen allerdings ein bisschen besser aus. Beide mit derselben Strategie unterwegs. Scheschk hier mit dem Material nicht ganz so pfleglich umgegangen. King Louis auf P5, Jago auf der 6 und VfR jetzt mit den frischen Reifen wieder dran. Den Körb, den musst du voll mitnehmen. Entweder voll oder gar nicht hier vorm Adenauer Forst. Aber wir sehen es, die Lücke 6 Zehntel. Metzgesfeld, Jago wieder ein bisschen besser durchgekommen, wieder die Lücke etwas vergrößern können. Aber man merkt beim Rausbeschleunigen, die Hinterreifen bei VfR, die haben ein bisschen mehr Grip. Die wissen, dass sie da früher angasen können jetzt. Und jetzt beim Anbremsen, da ist VfR rangeflogen. Da ist er gut auf der Bremse gewesen. Hat die Bremse sehr, sehr gut genutzt, auch seinen Grip-Vorteil genutzt. Und hat die Lücke jetzt auf Jago erstmal zugefahren. Unter 3 Zehntel jetzt der Abstand. Jetzt sind die beiden eng beieinander. Jetzt geht's gleich aus Exmühle raus in Richtung Bergwerk. Und dann könnte es vielleicht im Kesselchen oder in der Mutkurve einen Angriff geben. Er fordert viel Geschick und viel Mitspielen des Gegners. Aber die Möglichkeit besteht. Und er setzt sich jetzt schon daneben. Sitzt daneben, aber es reicht noch nicht. Es reicht noch nicht, um dann zu attackieren. Kurz mal gelupft.
Und jetzt die Mondkurve. Jetzt positioniert er sich. Jetzt will er da die Attacke starten. Aber zu zweit durch die Mondkurve, das wird schwierig und das merkt vorher. Er lupft da nochmal kurz, nimmt da nochmal ein bisschen Geschwindigkeit raus, lässt Jago erstmal wieder vor. Oh, aber da ist VfR deutlich besser durch die Mutkurve durchgekommen. Jago da mit kleinen Problemen auch hier wieder ein bisschen in der Wiese gewesen. Und somit VfR erstmal vorbei. Starkes Manöver hat er gut vorbereitet, aber auch viel mitgespielt von Jago. Der kleine Fehler in der Mutkurve hat ihn da so viel Geschwindigkeit gekostet, dass VfR da erstmal vorbeigehen konnte. Minuten Renndistanz liegen bereits oder liegen noch vor uns. Und VfR, der nutzt jetzt die frischeren Reifen. Hat sich jetzt eine knappe Sekunde schon rausgefahren. Also das macht er jetzt gut. Jago kann die Kurvengeschwindigkeit gerade nicht mitgehen. Jacobert hat nur noch 2,8 Sekunden. Also da hat die Almus jetzt mächtig Zeit aufgeholt. Und ich denke, Jacobert, der wird jetzt in die Box gehen. Das würde zu seiner Strategie passen. Die drei Runden Stints und dann in die Box. Und die Almus, der eine Runde länger draußen bleiben kann, der hat jetzt natürlich die Führung in der Hand. Aber auch da bauen die Reifen natürlich ab. Wenn er jetzt weiterhin mit den vier Runden Stints unterwegs ist, dann wird das zum Ende nochmal wahnsinnig spannend. Die Almos sind aktuell auf schnellste Rennrunde. Zumindest auf Kurs für die schnellste Rennrunde. Schnellste Rennrunde in der laufenden Saison ist von Jacobert gewesen, nach 8 Minuten 0. So, Jacobert, würde er seiner Strategie jetzt treu bleiben, dann würde es jetzt in die Box gehen. Und das geht's auch. Es geht für Jacobert in die Box. Jalmus, der wird draußen bleiben. So ist es. Jalmus übernimmt jetzt erstmal die Spitze. Da ist die zweite Lampe an der Seite ausgegangen. Bestzeit, schnellste Rennrunde, 8 Minuten 3, 1, 4, 2 für Jalmus. Und da ist auch vorübergehend erstmal die Führung. Wie schnell kann Jacobert jetzt seine Reifen auf Temperatur bringen? Wie gut kann er die jetzt nutzen? Spelli und Cheschka, auch die jetzt in der Box. Und King Louis, ja, da gehe ich mal stark von aus, dass der jetzt auch in die Box gehen wird. Die Reifen sind... Nein, tut er nicht. King Louis bleibt draußen. King Louis dehnt seine Strategie jetzt ein bisschen aus. Das heißt, VfR wird in nicht allzu weit entfernter Zukunft wahrscheinlich P5 übernehmen können. Hat hier jetzt einfach die deutlich besseren Grip-Verhältnisse, kann hier besser durch die Kurven, besser rausbeschleunigen, später bremsen. Ach ja, die sehen sich ja nicht, stimmt. Die sehen sich nicht, da war ja was. Somit VfR jetzt quasi einfach ohne Feindkontakt, genauso wie King Louis, können jetzt quasi einfach ihre Pace fahren, ohne dass sie jetzt hier in den Zweikampf verstrickt sind. Und da sieht man den Zeitenunterschied. Beide ohne den direkten Zweikampf, aber VfR kommt hier deutlich besser durch. Somit VfR auf 5, King Louis auf der 6. Position. Jago P7 in der Box gewesen. Hasch auf der 8. Dondesmo P9 und Georgie auf der 10. Position. So, Jalmus jetzt mit 13 Sekunden Vorsprung. Jacobert musste auch noch tanken. Also auch das wird noch interessant werden. 39 Minuten noch. Spelli und Cheschk auf 3 und 4 nach ihrem Boxenstopp.
VfR auf 5, King Louis auf der 6, Iago 7, Hasch auf 8, John Desmo 9, Georgie auf der 10. Also hier ist jetzt aktuell ein bisschen Entspannung zu sehen. Wir setzen uns rein in die Toyota Supra von Ialmos, schauen uns das Ganze mal aus der Cockpit-Perspektive an und genießen den Blick auf die Nordschleife. Schöne Bilder aus der Supra des Schweizers gefilmt. Aber man sieht nur noch 12 Sekunden der Abstand von Jacobert. Also der ist jetzt wieder auf Pace mit den frischen Reifen. Schwelli P3, Šeška auf der 4. Aktuell keine direkten Zweikämpfe. Die Zweikämpfe entstehen jetzt über die unterschiedliche Strategie. Gehen wir auf den aktuell Tabellenführenden. Nochmal der Blick auf die Fahrertabelle. Und Jacobert führt das Ganze souverän an. Vor VfR, vor Iago und vor LA Hero. LA Hero, der hat jetzt einige Runden Rückstand. Schafft, musste das Rennen aktuell erstmal aufgeben. VfR ist vor Iago, also auch da, wenn es jetzt so bleiben sollte, sind auch die Plätze 2 und 3 soweit erstmal entschieden. Schwelli könnte jetzt natürlich noch an LA Hero vorbeigehen und somit sich erstmal P4 in der Endtabelle sichern. Also wir sind gespannt. Wir schauen mal auf die Reifen von Ialmos. Und wir sind vor allem drauf gespannt, ob wir jetzt hier seine 4-Runden-Strategie weiterfährt. Bis jetzt hat es relativ gut funktioniert, aber die 11,7 Sekunden Vorsprung von Jacobert, die wird er wahrscheinlich nicht noch eine Runde über die Zeit retten können. Die halbe Stunde, die er jetzt ja, mehr oder weniger nach dieser Runde noch fahren müsste. Also ich denke, der wird bei der 8 oder bei der 4-Runden-Stint-Strategie bleiben. Damit kann er jetzt eigentlich nicht aufhören. Schwelli und Šeška sind hier weiterhin schön im Formationsflug unterwegs. Die Simracing-Liga hier mit schönen Bildern auf der Nordschleife vertreten. Wir springen mal ein bisschen rein in Šeška. Denn hier haben wir noch ein Fahrzeug direkt vor ihm.
Eingang Schwalbenschwanz, 1,2 Sekunden der Abstand. Also die beiden jetzt sind jetzt auf einer sehr identischen Pace unterwegs. Hier, oh, Schmelly da früh rausgeflogen mit einem leichten Quersteher aus dem kleinen Karussell. Und Chelsch, der kommt jetzt so langsam in den Windschatten. Also jetzt gibt es nochmal die Möglichkeit, die Lücke da nochmal zu schließen und hier zusammen sich vielleicht noch mal ein bisschen nach vorne zu orientieren, die Lücke nach vorne ein bisschen schließen zu können. Und die Almus in der Box, der ändert seine Strategie. Die Almus jetzt in der Box und die Attacke von Chelsch jetzt auf Teamkollegen Schmelly. Boah, aber das steckt er zurück. Chelsch kann da nochmal zurückstecken, lässt Schmelly erstmal den Vortritt und die Almus, nein, Jacobert übernimmt wieder die Spitze. Jacobert zurück auf 1, aber die Almus jetzt mit dem frischen Satz Reifen und das Ganze nur 1,9 Sekunden dahinter. Oh, ist das der strategische Geniestreich des Schweizers. King Louis jetzt auch in der Box. VfR auf 5. Jago auf 6. Reicht das um vor King Louis? Ja, Jago immer in P6. King Louis noch in der Box. Hasch, der wird zu weit weg sein. Also King Louis kommt da auf 7 wieder raus, aber Hasch und Don Despo sind jetzt eng beieinander. Letzter Umlauf von Don Despo nach Minuten 7, Hasch mit nach 14. Also der hat hier Zeit verloren, muss hier unterwegs doch nochmal kurz einen Ausritt gehabt haben. Also auch hier jetzt um die 8. Position nochmal ein intensiver Kampf. Persönlich, ja, bester erster Sektor von Don Despo. Und nur noch 6 Zehntel der Abstand auf Hasch. Die Reifen beim Hasch, die sehen auch deutlich schlechter aus. Also Hasch kann jetzt die Pace nicht gehen, die Don Despo gehen kann. Gibt's jetzt schon die Attacke von Don Despo, setzt sich jetzt hier daneben und ist vielleicht auch schon vorbei. Ist vorbei. Versucht jetzt auf der Bremse. Wieder Schikane. Ja, kein Problem. Don Despo geht vorbei an Hasch. Aber wir springen nach vorne. 1,6 Sekunden der Abstand zwischen Jacobert und Almus. Jacobert mit den Reifen, die eine Runde älter sind. Eine Runde Nordschleife haben die Reifen beim Jacobert jetzt schon auf dem Buckel. Bei Almus sind die frisch. 1,6 Sekunden. Der Abstand wird wieder etwas geringer. So, und ich denke, dass Almus jetzt durchfahren wird. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass Jacobert vielleicht nochmal in die Box gehen wird. Obwohl die Reifen das eigentlich theoretisch noch so gerade eben durchhalten könnten beim Jacobert. Aber Almus, ich glaube, der hat hier strategisch einen Vorteil sich erfahren. 1,3 Sekunden noch. Und Jacobert jetzt auf der Flucht. Sekunden. Jacobert flieht vor dem fliegenden Schweizer, vor Almus, der seine Supra jetzt mit den frischen Reifen hier natürlich deutlich schneller um die Kurve bewegen kann. Auch Wehrseifen auf 1 Sekunde rangebremst, aber da ist Jacobert besser rausgekommen. Und
Jordi Almus, ja. Der wird immer größer. Der wird immer größer. Der Blick in den Rückspiegel für Jack Cobert, der wird jetzt immer problematischer. Gleich ist er da im Windschatten. Dauert nicht mehr lange. Jetzt hier aus dem Bergwerk raus. Auf dem Weg. Die lange Bergaufpassage, die dann in der Hohen Acht endet. Und ich würde mal vermuten, Hohe Acht wird die Almus dran sein. Der hat jetzt die Endgeschwindigkeit, die er braucht, um jetzt hier aus dem Kässchen raus und durch die Mutkurve die Lücke jetzt auf Windschatten zu reduzieren. Genauso ist es. Jetzt ist er langsam in den Windschattenbereich. Anbremsen an der Steilstrecke vorbei in Richtung Caracciola Karussell. 18. Wilder Einstieg von Almus, der schmeißt hier seine Supra komplett rein ins Karussell. Und jetzt kommen wir zur Hohen Acht und der Abstand ist nur noch bei 3/10. Also Almus, der hat hier mit seiner Strategie bis jetzt alles richtig gemacht. Ob er das jetzt über die Zeit retten kann. Es sind noch 27 Minuten. Eine Stunde Renndistanz liegt hinter uns. Brünnchen vorbei an der feierwütigen Meute. Aber auch hier funktioniert alles. Eiskurve. Und Jacobert wehrt sich mit allem, was er hat. Almus, ich denke, der wird die Möglichkeit jetzt haben, die Pace noch ein bisschen zu erhöhen, den Druck noch ein bisschen zu erhöhen. Jacobert da vielleicht in eine kleine, minimale Unachtsamkeit zu treiben. Da gibt es keine Möglichkeit vorbei. Da hat er den Überschuss aus dem Pflanzgarten. Aber keine Möglichkeit, um da Jack Cobert zu überholen. Aber wieso auch? Denn er kann jetzt natürlich warten bis zur Döttinger Höhe. Und genau das wird er auch tun. Das wird auch sein Gedankengang sein. Da bin ich mir fast sicher. Die beiden fahren das Ganze nicht zum ersten Mal hier. So, und jetzt Döttinger Höhe. Okay, genau so ist es. Almus erstmal raus aus dem Windschatten. Jacobert zwingt sich da selbst wieder rein in den Windschatten. Also. Warnblinker, Rechtsblinker bei Jacobert. Ja, jetzt kommt natürlich der Bleifuß von Almus. Spät, sodass er sich dann unter der Mühlsteinbrücke daneben setzt und natürlich dann auch vorbeigeht. Damit da bloß kein Konter mehr kommt von Jacobert. Und auch durch die hohen Reitschikane. Almus übernimmt wieder die Spitze an der typischen Position Döttinger Höhe. Da wird überholt. Ich denke, der Konter jetzt von Jacobert, den können wir erstmal getrost abschminken. Ich denke, der wird nicht kommen. Dafür merkt er, dass seine Reifen da nicht mitgehen können. Also kein Konter von Jacobert. Oh, VfR vorbei an Cesc. Spelli jetzt auf Start und Ziel. VfR und Cesc in der hohen Rheinschikane. Also beim Cesc muss was passiert sein. Cesc hat hier viel Zeit verloren. Jago auf P6. King Louis auf der 7. Don Desmo auf 8. Hasch auf der 9. Und Georgie auf P10 mit blinkender Tankanzeige. Der wird in die Box gehen. So, und jetzt noch mit 24 Minuten auf der Uhr. Das heißt, so gesehen, es sind
Oh, es sind sogar noch drei Runden drin. Vielleicht sogar noch eine vierte, wenn die beiden jetzt schnell sind. Und das wirft natürlich die Strategie jetzt von Jalmus vielleicht noch mal ein bisschen über den Haufen. Wenn denn jetzt wirklich noch vier Runden gefahren werden sollten, dann ist er mit seiner Strategie jetzt ein bisschen kurz dran. Und Jacobert könnte daraus profitieren und sich erneut mit einem Sieg selbst belohnen. Oh, VfR. Okay, der war in der Box. VfR in der Box gewesen. Somit Cech geht's wieder auf 4. Jago P5 und King Louis auf der 6. Position. Don Desmo auf 8. Hasch in der Box gewesen auf 9. Und auch Georgie jetzt in der Box. Neue Reifen, neuer Sprit für den Toyota FT1. Und wieder raus, zurück auf die Strecke. Ah, ich glaube, da hört mir jemand zu. So, Jalmus 1,6, 1,7. Also er hat jetzt hier deutlich bessere Pace. Klar, die Reifen sind natürlich stärker. Die sind frischer und können besser performen. Schwelli auf der 3. Position. Šešk auf P4. Jago haben wir auf der 5. Position. Der ist relativ alleine. 4,4 Sekunden nach vorne. 12 nach hinten. King Louis auf 6. VfR jetzt mit den frischen Reifen. 3,8 Sekunden der Abstand. Auch das könnte er vielleicht noch aufholen. Don Desmo auf der 8. Position. Hasch auf 9 und Georgie P10. Also für uns hier draußen natürlich weiterhin extrem interessant der Zweikampf hier um den Sieg. Jalmus und Jacobert, das Ganze wird sich über die Strategie entscheiden. Wer von den beiden letztendlich den Sieg im Finale mit nach Hause nehmen kann. Bleibt der Sieg hier in Deutschland bei Jacobert oder nimmt Jalmus ihn mit in die Schweiz, in die Alpen? Das Ganze werden wir in wahrscheinlich circa 28 Minuten wissen. Spelli auf P3, Šešk auf der 4. Position, Jago auf 5. Oh, Jago wird jetzt auch nochmal in die Box gehen müssen. Tankanzeige blinkt. Dahinter aus. Die Zweikämpfe aktuell nicht vorhanden. Oh, und jetzt auch Jalmus hier mit kleinen Problemchen, was die Netzwerkverbindung angeht. Ja, guten Abend, CT. Schön, dass du da bist. Schöne Grüße in die Nachbarstadt, in die Nachbarstadt. In Spuckweite sitzt der CT jetzt gerade und krault hoffentlich seinen Hund und bereitet wahrscheinlich seinen eigenen nächsten Stream auch vor. Okay, Spuckweite sollte man vielleicht auch jetzt aktuell nicht machen. Ah, hast frei. Sehr schön. Du hast frei, ja, das ist doch auch schön. Mal einen freien Freitagabend. Bei mir geht's wieder doppelt weiter. Nach der No Limit Racing VLN, nach dem großen Saisonfinale, geht's für mich direkt weiter in die EGTM. Genau, so sieht's aus. EGTM. Gedankenübertragung. Läuft bei uns. Ja, aber wir haben hier ein aktuell spannendes Finale, zumindest was die Strategie angeht. Jalmus
führt das Ganze jetzt gerade an. Jalmus, den solltest du auch noch sehr, sehr gut kennen und vor allem auf dem Schirm haben. Der hat hier beim oder am letzten Wochenende bei der GTEC nochmal ordentlich einen rausgehauen. Genauso wie Jacobi eigentlich auch. Also hier sind einige vertreten, die uns am letzten Wochenende in der 24-Stunden-Variante dieser Strecke nochmal ein sehr interessantes, spannendes Wochenende bereitet haben. So, aber wenn man jetzt hier die Reifen vergleicht. Jacobi, der hat jetzt mittlerweile auch über 4 Sekunden in dieser Runde sogar verloren. Die Reifen geben langsam nach. Bei Jalmus, okay, die sehen noch ein bisschen besser aus. Also, ob der das jetzt zu Ende fahren kann? Das wird eng. Das wird ein hartes Stück Arbeit. Irgendwann fühlen sich die Reifen einfach nur an, als würde es mal wieder schneien bei einem VLN-Lauf. So, aber ich denke, ein oder zwei Ründchen wird Jalmus noch draußen bleiben. Da gehe ich mal stark von aus. 2 Tage, ja gut, das kennt man. Also ich musste dann am Sonntagabend auch direkt nochmal weiter streamen. Also bei mir gibt es dann keine Pause. Und dann wird ab dem Montag regelmäßig noch nach Feierabend an dem neuen Auto geschraubt. Also bei mir ist aktuell Hochkonjunktur. Meinem Körper gefällt das Ganze nicht, aber da muss er jetzt mal durch. Aber ja, man wird alt. Das ist, man merkt das, wenn man das erste Mal einen Kater 2 Tage lang hatte. Dann weiß man, es geht zu Ende. So, Jacobi jetzt in der Box. Jacobi, der Tabellenführende, geht jetzt in die Box. Und somit ist Jalmus erstmal wieder raus aus dem direkten Konkurrenzfenster. Aber Jacobi, der hat jetzt die frischen Reifen. 11,2 Sekunden jetzt der Abstand. Yokohama ist, da stimmten die Zeiten erstmal wieder überein. Du hast gesagt, du wirst alt. Ich habe nicht gesagt, dass du alt bist. Ich habe nur gesagt, dass mein 2-Tage-Kater ein Zeichen dafür ist, dass ich alt werde. So. Alter ist nur eine Zahl, man ist nur so alt, wie man riecht. Und Geruchsfernsehen haben wir Gott sei Dank noch nicht. Aber gut, wenn alle tot umkippen, wenn sie den Stream gucken, dann sinken zumindest nicht die Zuschauerzahlen. Also, Geruchsfernsehen könnte man einführen. So, Don Despo auch in der Box. Also, wir haben... Oh. Jalmus auf 1. Jacobi auf der 2. Position. Spelli in der Box gewesen, kann aber seine 3. Position behaupten. Ceschka auf der 4. King Louis auf P5, ist aber nah rangekommen jetzt an Ceschka, aber der war noch nicht in der Box. Somit wird Ceschka jetzt erstmal die Lücke wieder etwas öffnen können. Jago P6, VfR auf 7, aber auch da hat Jago den frischen Satz Reifen, den er jetzt natürlich nutzen kann und vor allem auch wird. Hasch auf der 8. Position, Don Despo 9, Georgie auf P10. Auch mit Schaden vorne, der muss hier vor kurzem doch nochmal kurz eine Bandenberührung gehabt haben. So eng ist es jetzt aktuell zwischen Jago und King Louis. Denn Jago hat jetzt den frischen Satz Reifen drauf. Kampf um die 5. Position. VfR, der hat hier eine Runde auf dem Buckel schon. Dementsprechend Jago jagt King Louis. Viele Reifen quietschen in Kurve 13 und der Weg wieder zurück auf die Nordschleife. Wir springen rein beim Jago in den Toyota FT1. Im Rückspiegel sehen wir VfR, der auch nicht so weit weg ist.
Aber interessant wird es jetzt zwischen Iago und King Louis. Gleich auch immer mal wieder der Blick nach vorne. Jalmus, Jacobert, die sich weiterhin hier das mal mehr, mal weniger Fernduell liefern. Aber Iago nutzt jetzt seinen Reifenvorteil aktuell. Arbeitet sich ran. 7 Zehntel noch. Ist also somit schon im Windschatten. Jetzt die Möglichkeit vielleicht, sich fürs Schwedenkreuz oder Arenberg in Position zu bringen. Aber da ist er noch zu weit weg. Das wird nicht funktionieren. Muss dann auf Fuchsröhre und alles, was danach kommt, hoffen. Bremst sich hier ran. Arenberg-Kurve funktioniert sehr, sehr gut. Der Grip-Vorteil natürlich auch auf der Bremse bemerkbar. Und jetzt ist King Louis natürlich unter Druck. Adenauer Force. Boah, Curb nur so halbherzig mitgenommen von beiden. Ganz oder gar nicht gibt's hier. Einfahrt Adenauer Force. Da muss der Toyota schon fast springen. Genau, auch VfR, aka Ralf, kommt da gut ran. 1,9 Sekunden, aber die Reifen beim VfR, die sind doch deutlich schlechter als die von Iago jetzt. Somit, sobald Iago da jetzt vorbei ist, wird er sich da absetzen können. Nur dort muss er erstmal vorbeikommen, denn hier auf der Nordschleife, die Überholmöglichkeiten, die sind extrem rar. Und King Louis da mit dem Fehler. King Louis mit dem Fehler schmeißt er seine Toyota FT1 weg. Somit VfR da auch ganz locker vorbeigegangen, auch wenn er es nicht mitbekommen hat. Die beiden sehen sich ja nicht. VfR und King Louis sehen sich auf der Strecke aktuell nicht. Aber genau das, was Iago da getrieben hat, hat sich für ihn ausgezahlt. Den Druck extrem hochhalten, immer mal wieder im Rückspiegel zeigen und den vor ihm in einen Fehler gezwungen. Und King Louis konnte da den Druck nicht standhalten und hat sich im Wehrseifen ein ganz kleines bisschen auf der Bremse verschätzt. Und da ist es, ja, da geht es sehr, sehr schnell. Ja, King Louis auf jeden Fall schade, hat er sich gut gegen gewehrt eine sehr lange Zeit, aber King Louis ist auch, der hat eine extreme Entwicklung gemacht, muss ich sagen. Die ersten No Limit Racing VLN Streams, die ich gemacht habe, da hat er noch sehr, sehr viele Fehler, wenig Konstanz gehabt, aber jetzt, das sieht alles deutlich besser aus. Also hat sich hier wirklich sehr, sehr gut weiterentwickelt und sowas ist auch immer für mich, und ich denke, da wird Marcel mir zustimmen, für mich immer eine sehr, sehr schöne Geschichte, wenn sich jemand tatsächlich auch sichtbar weiterentwickelt. Freut einen dann immer. Vorne der Abstand auf 8 Sekunden geschmolzen. Jalmus vor Jacobert. So, und wir sind bei 6,35. Das heißt, es wird noch eine Runde danach geben. Und das wird natürlich jetzt für Jalmus wahnsinnig schwierig. Diese knappen 8 Sekunden jetzt hier noch eine Runde über die Zeit zu rennen. Oh, das wird eng. Das wird eng. Das wird spannend hier um den Sieg. Spelli auf 3. Šešek auf der 4. Position. Iago P5. VfR auf 6, King Louis auf 7, Hasch auf der 8. Position, Don Desmo 9 und Georgie auf P10. Oh, oh, oh. Das wäre fast teuer geworden. Georgie mit dem leichten Schlenker aus dem Bergwerk heraus. So, Jalmus weiterhin 7,2 Sekunden der Vorsprung. Jacobert
Er hat ihm jetzt hier wieder 8 Zehntel in den letzten 2 Sektoren abgenommen. Also das wird wirklich wahnsinnig eng. Da freue ich mich ein bisschen drauf. Es wird extrem eng. Und es wird noch 2 Runden geben. Das heißt 16 Minuten noch. 16 Minuten Renndistanz, in denen Ialmus seinen Vorsprung verwalten muss. 6,5 Sekunden. Das wird mehr als eng. Das wird... Also ich will mich noch nicht festlegen, aber ich gehe mit der Tendenz, dass Jacobert das Ganze für sich entscheiden kann, wenn er das jetzt so weitermacht. Aber auch da natürlich die Reifen, die irgendwann nachlassen. Spelli auf 3 hat sich hier eine sehr, sehr komfortable Position sichern können. Šeško auf der 4. Position. Jaguar auf 5. King Louis auf der 6. Position. VfR auf 7. Hasch auf der 8. Don Desmo 9 und Georgie auf 10. Oh ja. Guter Punkt. Dabushi und CT-Meister. Der Sprit, der wird nicht reichen. Der wird nicht reichen für 2 Runden. Das heißt, Ialmus, er hat sich jetzt hier minimal kalkuliert, verkalkuliert. Wenn er es jetzt schafft, da irgendwie, naja, irgendwie 25 Sekunden zu verlieren, ohne dass Jacobert da vorbeigeht, könnte er das gewinnen. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das wird zu eng. Ialmus muss nochmal in die Box. Da führt kein Weg dran vorbei. Jacobert auf 2. Naja, der kann das jetzt eigentlich nicht wissen, aber wir wissen, dass er uns zuhört. Dass er den Stream nebenbei laufen hat. Und dementsprechend wird er sich jetzt wahrscheinlich auch denken, bloß nicht mehr überpacen. Jetzt bloß kein Risiko mehr eingehen. Sondern das Ganze jetzt zu Ende bringen. Und mit der kleinen, mit der leichten Verkalkulation des Schweizers. Na, hörte ich nicht. Ah, okay. Dann jetzt aber auch nicht petzen. Wir wollen das Ganze hier auf der Strecke entschieden haben. Ah, sehr gut. Sehr gut. Schön im Inkognito-Modus den Stream schauen und Jacobert hier keine Team-Radio-Funksprüche mitteilen. Das sollen die beiden so auf der Strecke klären. Wie sieht der Rest des Feldes aus? Haben wir hier aktuell noch direkte Zweikämpfe zwischen King Louis und VfR? Aber auch da wird der Sprit für 2 Runden noch sehr, sehr eng. Aber die beiden, die werden keine 2 Runden mehr fahren müssen. So wie Hasch und Don Desmo auch nicht. Also da wird es keine 2 Runden mehr geben. Die 2 Runden gibt's. Ah, Spelli, der könnte vielleicht auch noch die letzte Runde oder noch 2 Runden fahren müssen. Šeško wird dann der Erste sein, der über die Linie kommt. Ja, könnte knapp werden. Manchmal ist es ja ein bisschen... Ja, ein bisschen verzögert, wann Gran Turismo die letzte Runde eingeläutet hat. Und wenn er dann gerade in dem Moment über die Linie fährt. Aber wenn wir es mal so rechnen... Jetzt haben wir 3:30. Ja, könnte eng werden. Also könnte so gerade eben tatsächlich noch... Könnte so gerade eben für Spelli noch eine Runde geben. Ach, das hat ja gar nichts mit Frau sein zu tun. Es gibt so viele Menschen, egal welches Geschlecht, die einfach sehr gerne und sehr viel reden.
Aber wird natürlich dann Zeit für Jacobert auch, sich da mal Kopfhörer zuzulegen, denn das macht das Ganze nochmal komplett anders, was das Feeling angeht. Wenn er nicht schon welche hat. Genau, Marcel, so sieht's aus. Šešk wird definitiv keine mehr fahren müssen. Spelli könnte noch. Und dann kann das an Almus noch vorbeigehen. Ja. Würde ich auch so sagen. Ah, will er nicht, war gut. Habe ich am Anfang auch nicht gewollt und dann, als ich die Kopfhörer hatte, war das Fahren direkt ein komplett anderes. Also das macht einen riesen Unterschied. Aber das wie er möchte. Jeder darf natürlich seine präferierte Art und Weise, das Renngeschehen zu hören, frei wählen. So, aber vorne 2,8 Sekunden. Der Abstand. Und ich denke, Jalmus, der wird sich jetzt damit abfinden müssen. Der wird auch mental sich damit abfinden, dass es für ihn wohl heute keinen Rennsieg geben wird. Denn die 2,5 Sekunden, die Jacobert jetzt noch dahinter ist, in der Zeit, da schafft er keinen Boxenstopp. Da wird er nicht mal mit einer Drive-Thru-Penalty da vorne weil wieder rauskommen. Dann noch Reifen wechseln, dann noch Sprit rein. Jalmus könnte sich da mit Spelli im Gedränge wiederfinden im Kampf um die dritte oder dann um die zweite Position. Ja, der muss rein. Sei denn, der hat noch irgendwo einen Kanister hinten drin, mit dem er während der Fahrt auftanken kann. Oder wir haben... Oh. Oh. Bei den aktuellen Serverproblemen, da kriege ich jetzt schon direkt wieder ein bisschen Panik. Ja, er muss hier mit dem leichten Schlenker im Pflanzgarten auf die Wiese. So, was ich noch sagen wollte, wenn der Tankflugzeug hinter sich herfliegen hätte. Und nein, das ist nicht Jacobert, auch wenn der aktuell genauso schnell ist. Dann könnte er da nochmal während der Fahrt ein bisschen Sprit bekommen, aber das wird er nicht. Brauchen wir den Himmel gar nicht beobachten. Und somit wird es erneut, muss man fast sagen, der Sieg an Jacobert gehen. Oh, oh, das ist aber auch bis auf den letzten Tropfen jetzt bei Jalmus. Wird mit dem letzten Tropfen in die Boxengasse rollen jetzt. Da wird er schon mächtig an der Mischung gedreht haben. Gleich mal der Blick drauf, wie viel Liter sind denn da noch im Tank? Ich denke mal, es wird auf einen hinauslaufen. Genau, ein Liter. Jacobert übernimmt jetzt die Führung und wird das Ganze höchstwahrscheinlich für sich entscheiden. Spelli. Ah, ich denke, das wird eng. Wird er jetzt noch eine Runde fahren? Oder will er es vielleicht auch gar nicht? Hat er hier vielleicht Geschwindigkeit rausgenommen? Nein, der wird noch eine Runde fahren. Spelli nimmt die letzte Runde noch mit. So, da geht's über die Linie. 8 Minuten 5. Nein, ist abgewunken. Spelli ist abgewunken. Übernimmt somit P3. Hat hier sich Podium sichern können. 8,9 Sekunden, frische Reifen bei Jalmus. Oh, das könnte nochmal eng werden. Šešk holt sich die vierte Position. Jago holt sich P5. Jago vor VfR, somit ist P2 auch entschieden. VfR, der kann sich die sechste Position jetzt sichern. Da haben wir die Lichthupe, der freut sich. VfR auf P6. Stark. Von allen Beteiligten. Oh, King Louis, die Reifen sind komplett Schrott. King Louis übernimmt
die siebte Position. Kann die über die Ziellinie retten? Hasch auf P8 hier im VW Beetle. Dahinter Don Despo auf der 9. Ist da nochmal nah rangekommen. 1,9 Sekunden. Don Despo auf 9. Georgie wird gleich auf der 10. Position über die Linie kommen. Aber wir haben ja noch zwei, die jetzt hier um den Sieg, ja, kämpfen. Immer noch kämpfen. Also es geht hier eine Runde, geht es hier noch um die Nordschleife herum. Knappe 20 Kilometer. 20 Kilometer, wirklich anspruchsvolle 20 Kilometer. Und vor allem kann hier in jeder Runde was passieren. Und wir sehen auch oben der Vorsprung von Jacobert, der schmilzt. Denn die Reifen sind natürlich jetzt deutlich älter. Oh, das werden spannende letzte 6 Minuten werden. 7,6. Vorsprung wird tatsächlich weniger. Oh, das wird wahnsinnig eng. Also ich bin mal sehr gespannt. Ich denke mal, dass Jacobert das nach Hause bringen kann. Jacobert, der ist hier auf der Nordschleife wirklich schnell unterwegs. Ja, Jalmus ist wahnsinnig schnell. Der kann jetzt natürlich nur noch Zweiter werden. Weiter nach hinten kann es nicht gehen. Und der kann jetzt das volle Risiko gehen. Genauso sieht es aus. 7,2. 7,1. So, Georgie jetzt auf dem Weg durch die Hohenrhein-Schikane. Bewegt sich jetzt auf die Ziellinie zu. Und übernimmt oder kommt mit P10 über die Linie. Georgie, der im Qualifying nicht teilnehmen konnte, hat sich P10 sichern können. Vorne 6,7 Sekunden. Und wir haben circa die Hälfte der Nordschleife abgeschlossen. Oshesh ist raus aus dem Raum. Vielleicht ein Disconnect. ...6,4 Sekunden. Also Jacobert aktuell in einer sehr, sehr guten Ausgangslage. Wenn das jetzt alles so funktioniert, aber auch wir sehen, da hinten haben wir Jalmus schon kurz im Bild gesehen. Die frischen Reifen bei Jalmus. Der Sprit beim Jacobert, das könnte auch nochmal sehr, sehr eng werden. Oh, das könnte wirklich eng werden. Jacobert und Jalmus. Jawohl, die haben beide so ziemlich gleich viel Sprit drin, also das sollte funktionieren. Schesch hat kurz Stromausfall. Oh, da hat er aber Glück gehabt, dass das quasi erst direkt nach dem Rennen so passiert ist. Aber Schesch P4, das ist ja im Stream klar ersichtlich. Aber Cesc als Gaststarter ist natürlich jetzt in der Punktetabelle nicht aufgeführt. Also somit kein Eingriff jetzt hier in die Meisterschaft. 5,2 Sekunden und wir sind im Caracciola-Karussell. Ob er das jetzt noch aufholen kann? 4,9. Also der frisst jetzt hier wirklich den Vorsprung regelrecht weg. 4,8. Jacobert darf jetzt natürlich keinen Fehler machen. Darf sich keinen Fehler erlauben jetzt hier. 4,6 Sekunden der Abstand. Wirklich viel fehlt nicht mehr. Noch knappe 2 Minuten Renndistanz. Genau, keinen Fehler machen. Das ist natürlich die Devise. Das ist eigentlich immer die Devise. Aber wir wissen ja auch, wie schnell auf der Nordschleife so ein kleiner Fehler passiert. Vor allem, wenn er jetzt
das Gefühl hat, dass Jalmus immer näher kommt. Der Blick immer wieder auf die Zeitabstände, wenn er sich denn nicht so weit fokussiert hat, dass er es eben nicht macht. Dann hat er immer noch die Möglichkeit, einen kleinen Fehler zu machen. Denn die Reifen vorne und auch hinten haben auch ihre beste Zeit. Die haben den Zenit überschritten. 3,8. Oh, 3,7. Also es wird immer weniger, aber das sollte funktionieren. Jacobi darf jetzt einfach nur keine Unachtsamkeit drin haben. Aber wir wissen alle, dass Jacobi wahnsinnig schnell ist, dass wahnsinnig konstant vor allem auch ist. Und dass er sich das jetzt hier nicht ohne weiteres nehmen lassen wird. Galgenkopf. Die letzte Stelle, wo ein großer Fehler, ein wirklich fataler Fehler möglich wäre jetzt aktuell. Aber das sieht so aus, als ob, ja, kein Fehler von Jacobi. Jalmus, auch der kommt da gut raus. 3,1 Sekunden. Oh, beide mit extrem wenig Sprit. 3,0, die Topspeed der Supra ist ein bisschen besser. Aber das lässt sich Jacobi jetzt nicht mehr nehmen. Jacobi jetzt auf dem Weg, das Saisonfinale der No Limit Racing VLN für sich zu entscheiden. Hohenrhein-Schikane jetzt wieder raus und auf die Start- und Ziellinie. Und Jacobi, da haben wir die Lichthupe. Jacobi gewinnt dieses Finale auf P1 und die Almos auf P2. Aber auch der braucht sich hier absolut nicht zu verstecken. Was für ein wahnsinnig intensives Finale. Vor allem die letzten Runden sind dann nochmal extrem spannend geworden. Also das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Jacobi zum Sieg des Finales und zum Meisterschaftssieg darf ich in dem Fall dann auch gratulieren. Denn genau das wird hier heute passiert sein. So. Ja, Berlimaus, vielen, vielen Dank. Super Job aber auch von allen Fahrern hier. Definitiv wieder ein sehr, sehr spannendes Event. Ein sehr, sehr spannendes Saisonrennen. Jacobi gewinnt das Ganze vor Jalmus, vor Schwelli. Jaguar auf 4, VfR auf der 5. Position. King Louis P6, genau, du bist nicht 5., sondern du hast VfR nicht gesehen. Der ist leider 5. Hasch auf 7, Don Desmo auf der 8. Position. Georgie auf 9. Und LA Hero auf der 10. Position. So, ich muss mich jetzt leider kurz und knapp schon von euch verabschieden, denn der nächste Stream wartet schon fast auf mich. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Fahrern, bei der No Limit Racing Orga für die Möglichkeit hier, das Ganze zu streamen. Hoffe, wir sehen uns gleich vielleicht wieder. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Bleibt vor allen Dingen gesund. Und wir sehen uns demnächst auf jeden Fall wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen. Oh, Mutinator steht da sehr, sehr quer, dreht sich da weg. Jetzt versucht das über außen, da geht der außen vorbei. Boah, was ist denn jetzt mit Boccarin los? Der ist ja wie entfesselt. Senna mit einem Quersteher verliert ein bisschen Zeit. Jetzt im Windschatten, vielleicht nochmal der Angriff setzen und oh, es ist Senna. Senna auf 1.